Ja, und damit herzlich willkommen zu Furious Let's Play Assassin's Creed Identity Folge 5. So, beim letzten Mal hatte ich ja versprochen, dass wir weitermachen mit Ansturm der Krähen. Ja, muss ich leider brechen, weil sobald man versucht, hier das auszulösen, sagt er mir, erreichen Sie zunächst Stufe 6. Um diese Mission freizuschalten. Haben wir noch nicht. Kurz davor, aber haben wir noch nicht. Das heißt, wir lösen erstmal ein paar Aufträge. Es tut mir leid, dass es in der Kampagne nicht gleich weitergeht, aber so ein Auftrag ist bestimmt auch mal interessant. Was gibt es denn überhaupt? Es gibt einen Kurierauftrag, es gibt einen Plünderungsauftrag und einen Escortauftrag. Wir kurieren am besten mal. Da gibt es nämlich ein paar schöne Stiefel. Also für alle meine weiblichen Zuseher mal ein paar Klischees quasi zu füttern. Es gibt schicke Stiefel. Okay. Ja, dann, was geht's denn? In Florenz in der Santa Croce bei Tag. Was haben wir denn? Das Hauptziel ist, überbringen Sie Geheimnisse an einen Verbündeten. Hauptbelohnungen? Aha, nutzen Sie die Umgebung zu Ihrem Vorteil, werden Sie versuchen, Ihr Ziel zu erreichen. Versuchen wir das. Ich versuche mal, mein Ziel zu erreichen. Fahrstuhlmusik, Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik. Tippen zu starten, na klar. Hat schon die ganze Zeit auf nichts anderes. Manu, Sperrgebiet. Laufen Sie zum Taubenschlag und holen Sie den geheimen Brief. Taubenschlag? 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 Schauen wir mal. Hopp. Ah. Kuckuck. Ihr seht mich nicht. Oh. Hihi. Können wir hier runter? Nein. Aber das kennen wir schon mal aus dem Intro, ne? Schön ist hier. Aha, da sind Wachen auf den Dächern. Da muss man aufpassen. Ja, der geübte Assassin's Creed-Spieler kennt das ja schon so ein bisschen. Oh, das ging flott hier. Das ging jetzt auch flott. Wir kürzen mal ab über die Ecke hier. Oh, zack. Wie jetzt? Alarmiert. Scheiße. Taubenschlag. Ich jetzt auf dich. Oh. Verzeihung. Du hast hier was, was mir gehört. Ach, süß. Okay, das haben wir abgeschlossen. So. Jetzt mal analysieren. Jetzt muss ich die einem Verbündeten übergeben. Ja, machen wir das über die Dächer, oder? Das ist immer sicherer, vermeintlich. So, aha, hier geht das. Ah, der zeigt es auch immer so an, wo es hingeht. Hopp. Möchte ich hier rüber, bitte? Zack. Und da müsste mein Verbündeter sein. Wo ist er denn? Hi. Na, was? Fuck, bleib stehen, Alter. Bleib stehen! Mann! Idiot. Da hast du. Hey. Sie müssen verschwinden. Finden Sie einen Weg zum Unterschlupf. Unterschlupf? Unterschlupf? Ah, Unterschlupf. Unterschlupf. Hoch. Hopp. 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 Wo ist mein Unterschlupf? Ah, da hinten. So. Und das und hopp. Hui. La 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 la. Na. Das ging ja flott. Ich möchte gern zum Animus zurückkehren. Ah, jetzt hat.
Sehr gut. Na. Vielleicht gibt es ja jetzt XP. Und wir steigen endlich aufs Level 6. Ist nichts gebracht? Ha! Doch, doch. Wir sind Level 6. Jetzt sehe ich es erst. Oh Gott. Hey. Nee, nee. So. Letzter, wie versprochen. Ein Sturm der Krähen. Untersuchen Sie das Borgia-Lager. Finden Sie beide mit einem Assassin gekennzeichneten Kisten in unter 2 Minuten? Na gut. Wir versuchen es. Ja. Schauen wir mal. Die Waffen wurden an einem Ort nahe eines schwer befestigten Lagers der Borgia geliefert. Der Assassine machte sich auf den Weg, den Herkunftsort der Waffen zu finden. Tippen Sie, um zu starten. Mach ich. So. Gibt es denn hier irgendein Anzeichen für die Kisten? Mal laufen. Guten Tag, der Polizei. Spiel hat eine verdächtige Kiste markiert. Finden Sie sie? Ja, toll, wie? Diese Nix-Kiste. Muss es hier sein? Also ganz ist das immer nicht so. Ja, das dachte ich mir. Einmal zu viel gelaufen. Oh, der hat keinen Spaß. Verdammt. Ah, ne, komm. Das ist ein Ewigkeitsding hier. Ha! Ah, der wehrt sich. Nee, das war jetzt nicht vernünftig. Ja, also komm. Finde alle Waffen. Alle Kisten unter 2 Minuten, also hä? Wenn man nicht mal mein Adlerauge sagt, wo die sind. Auf der Karte kriege ich jetzt auch keine Markierung, oder? Das verstehe ich nicht. Lässt du mich durch? Guten Tag, Herr Polizei. Da oben ist jetzt so ein Fernrohr. Also manchmal kippe ich es nicht, ne? Also manchmal. Hä, er zeigt mir diesen grünen Bereich da oben. Aber da ist doch keine Kiste oder so. Hat er eine Kiste? Hä? Also, jetzt haben wir hier so Kisten.
Eine davon ist markiert, oder wie? Also hier ist schon mal keine markiert. Hier ist auch keine markiert. So, wenn ihr jetzt das Anlauge anschmeißt, müsst ihr mir doch irgendwie das Zeichen der Assassinen zeigen, hieß es doch. Ach, da nicht. Ah, come on. Ah, ja, alles klar, gefunden. Oh, das, also, ernsthaft, Leute, also ernsthaft, damit wäre es ja ein Kinderspiel geworden. Mm. Na gut. Da war ich jetzt selber dumm, es tut mir leid. Kann man auch besser lösen das nächste Mal. So. So, jetzt gehen wir wieder. Schalten wir unser Adlerauge ein. Bist aber rot. So, jetzt gucken wir uns gleich mal ein bisschen um. Da ist er. Na, wenigstens. Jetzt will ich mich verstecken. Na dann. Lalala, versteck dich. Zack. Ah, klettern Sie auf die Spitze des Bogens, mach mal. Hallo, Töpfchen. Hüpp. Und ich bin da. Die Kisten sind fast. Was? Wenn sich so viele Krähen um das Lager herum aufhalten, muss sie an für ganz in der Nähe sein. Finden Sie den Krähenmeister. So. Hui. Was? Wer ist denn der Krähenmeister? Ah, diese. Gefunden. Wo geht der hin? Egal, wir folgen ihm. Kann man natürlich nicht so weit nach oben gucken, ne? Hm. Das würde ich schon gerne. Ah, da ist er. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich bin gar nicht da. Sonst macht es sich bequem. Verteidigen Sie sich. Ich verteidige mich. Kann ich dem jetzt aber einfach ins Knick springen, oder? So, das ging schon mal nicht. Ja, verdammt. Tut mir leid, du musst zuerst. Mach dir nix. Hier. Das müssen wir viel verstärken warten. Was? Achso, hier, klar. Machen wir doch. So, irgendwo hier müsste ich doch jetzt. Wie kommen sie aus dem Gebiet? Ja, dann gehen wir mal hier runter. Zack. Huiuiui. Zack. Au, das hat nicht gut getan. So. Sorry, es tut mir so leid. Aber nichts ist. Wo kein Kläger, da kein Richter. So. Das ist ärgerlich. Ah, ich bin hey. Nein, 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 nein. Das ist.
wir, ne? Das Spiel fordert mich. Da wurde ich entdeckt. Ich fühle mich hier auf wie die Axt im Wald. Ah, so dicker. So. Jetzt ist mal Ruhe hier. Puh. Und jetzt? Raus aus dem bösen Sperrgebiet. Ja, war kein rühmliches sonst was. Ein Fähigkeitenpunkt haben wir bekommen. So. Okay. Das ist ja alles klar. Berserker braucht richtig jemand ein paar Punkte. Vielleicht noch ein weiteres FP einsetzen. So, das heißt, was gibt's hier? Ja, Raserei gewährt einen Präzisionsbonus gegen beschädigte Rüstung. Die Stärke. Ach, das machen wir doch mal. So. Für das Spiel. Ah! Aha! Ja, macht Sinn. So. Stuft, okay. So, ist das hier? Nee, das macht auch noch. Kann ich den hier noch trainieren? Ja. So. Machen wir das mal schnell mit der Hand, ne? Geht ja schneller. Und damit haben wir den Ansturm der Grähen hinter uns. So, und dann machen wir noch die brennende Seiten. So. Zur Belohnung, weil ich jetzt so doch ein bisschen verbaselt habe. Folgen Sie dem Buchhalter und stehlen Sie das Geschäftsbuch. Bleiben Sie bei der Folge des Buchhalters auf den Dächern. Kurtisanen und Mönche. Ha, genau. Dann machen wir jetzt die Tutorial-Mission noch schnell. Und beim nächsten Mal gibt es dann die brennenden Seiten. Zivilisten. So, ich lerne jetzt, wie Sie mit Kurtisanen und Mönchen interagieren. Mit Kurtisanen interagieren. Na egal. So, wie Sie untertauchen und für Ablenkung sorgen. Erreichen Sie den Wegpunkt, um zu beginnen. Ah, das ist wie früher diese Mönche. Ja, alles klar. So. Hi, Mädels. Können Sie verstecken und Gegner ablenken? Tippen Sie, um unter den Kurtisanen zu verstecken. Oh, das war. Das war aber ganz schick grob. Die Wache ist nun abgelenkt. Nutze sie, um sich durch das bewachte Gebiet zu schleichen. Ach, das geht nicht. So. Wie hatten die jetzt gelacht? Sie haben die Wache abgelenkt, unbemerkt passiert. Erreichen Sie die Mönchsgruppe, um fortzufahren. Hallo Mönchsgruppe. Können Sie unbemerkt einen Wachposten vorbeibringen? Schließen Sie sich der Mönchsgruppe an. Machen wir das mal. Ja, früher sah man noch so, oder sahen die Mönche so ein bisschen aus wie man selber. Da konnte man dann quasi ein bisschen besser untertauchen.
Ich falle jetzt in so einer Mönchsgruppe auch nicht wirklich auf. Na egal. Alles klar. Mit der Kampagne dann bitte fortfahren. So. Und das Fortführen der Kampagne machen wir dann in der nächsten Episode, würde ich sagen. Ne? Genau. Das heißt, ja. Springt mal schnell weiter zu Let's Play Assassin's Creed Identity. Hier auf dem Kanal Furious Let's Play. Später.